Der eine Fähigkeitenpunkt fehlt uns noch. Nur machen wir den jetzt noch nicht, weil das wäre das Finale. Und ich bin ja aus Versehen schon ins Finale reingegangen mal, aber man dürfte noch nichts gesehen haben. Deswegen sollte das passen. Wir werden uns jetzt aber in einen Sumpf machen und ich bin ehrlich, ich habe da gar keinen Bock, aber wir müssen. Let's go! Okay, damit ihr übrigens auch mal sehen, wie wir uns da fühlen. Wir haben 8400 gesammelte Edelsteine aktuell. Hier gibt es drei Kugeln und uns fehlen nur noch circa 1600 Edelsteine. Und wir beginnen jetzt erstmal mit diesem Level. Alles ist anders, seit der magische Springbrunnen aus ist. Es würde helfen, wenn du rausfindest, welche böse Macht hinter dieser Katastrophe steckt. Okay, probieren wir herauszufinden. Ich sehe nur hier, müssen wir einiges töten schon. Wir haben auch drei Fähigkeitspunkte, das heißt, wir holen uns jetzt hier erstmal alles ab, was geht. Hier gibt es nichts. Wir haben auch den Kopfbrecher gelernt, also wir haben wirklich alles, was aktuell zu wissen gibt. An Aua, wird zum Teufel, hau ab. An Moves, das bedeutet, wir können alles aufbrechen, wir können jetzt jedes Level auf jeden Fall zu 100% beenden. Was auch unsere Dings sein soll. Unsere Voraussetzung. Oh Gott. Tschüss. Ich habe jetzt natürlich wieder meinen Kumpel verloren. Aber den kriegen wir hoffentlich gleich wieder zurück. Ja, hier vor allem beim Frosch kriegt man den. Das ist sehr toll. Den haben wir mal kurz zerstört. Den müssen wir kurz weghauen, den auch. So, ich weiß nicht ganz genau, wie das Level hier funktioniert. Wir gucken aber einfach mal. Ups. Ja, ich hasse die Scheiße auch ab. Brauch den Frosch. Dringendst. Hau ab. Und du auch. Du auch. Perfekt. Wir haben erstmal alles getötet, was geht. Da oben ist noch ein Frosch für mich. Jetzt muss ich aber auf der Seite hoch. Oh, und du bist auch noch da. Cool. Wir müssen jetzt noch drei Gegner auf jeden Fall erledigen. Gibt es hier noch so viele Gegner, ja? Okay, wir gucken. Also ich höre auf jeden Fall noch was, ja. Hier ist eine Ente. Aha. Guck das mal an. Unten drunter, unter Wasser geht es auch noch weiter. Okay, also unter Wasser müssen wir auch noch sammeln. Und auch über Wasser haben wir noch die Möglichkeit, was zu sammeln. Ja, über Wasser. Das klingt scheiße, aber bei den Dächern halt. Und da sind auch, glaube ich, die letzten Gegner, die wir brauchen. Einmal hier. Alles einsammeln. Hast du ein Problem? Junge, ich hasse euch. So, wie viel noch? So, wir haben jetzt 20. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Boost nach oben. Okay. Wir haben jetzt den Boost nach oben freigeschaltet. Okay, mal gucken, was das gleich bewirkt. Ich will euch eigentlich jetzt gar nicht mehr verletzen. Ich will nur meine restlichen Edelsteine hier oben sammeln. Tschüss. Und du stirbst, bevor du mich abschmeißt. Oh, ich sehe schon da hinten.
Kann ich auf die Palme landen? Oh ja. Also hier gibt es noch vieles, vieles zu erkunden. Stoß hat irgendwie nichts. Okay, das, ich denke mal, das ist eine Aufgabe. Das wird eine safe eine Aufgabe sein. Gehe ich mal sehr stark davon aus. Das wird mit einer Kugel zu tun haben. So, machen wir uns erstmal nach unten. Versuchen hier alles Mögliche einzusammeln. Hi. Oh. Irgendwie. Wenn ich jetzt nicht fühlen schluss, das könnte eine Aufgabe sein. Einfach mal alles zerstören, was hier, was man sieht. Einfach mal alles zerstören, was man sieht. Das läuft ja perfekt gerade. Zack, das auch noch mit. Okay, wartet mal. Haben die noch ein Problem mit mir? Gut, hier habe ich schon was übersehen. Das war jetzt auch nur ein Punkt wert. Gut, da würde ich sagen, machen wir uns mal hier schleunigst raus. Wenn ich hier rauskomme. Ja, moin, ich komme hier nicht mehr raus. Doch, wollte schon sagen. Dann gucken wir uns mal nach oben um. Zack. Perfekt, eine Stufe nach oben. Du bist down. Oh, hier geht's um einiges. Alter, wie viel müssen wir noch machen? Also ich denke mal, eine Aufgabe könnte mit den Enten zu tun haben. Eine zweite weiß ich leider nicht. Und eine dritte haben wir eben gerade noch gesehen. Hier ist noch ein Hexenkessel. Da noch was hier unten. Wie viel haben wir denn? Ich dachte, wir sind schon längst durch mit den ganzen Teilen, aber das ist ja nur übelst viel, was wir sammeln müssen. Ich dachte, wir sind längst durch, aber nee. Noch lange nicht. Okay. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Muss ich jetzt runtertauchen und hochtauchen? Ah, und dann muss ich wieder nach hinten. Obwohl, nein, warte, hier ist noch ein Portal, was ich mich nach oben schleudern kann. Hier perfekt da, wo ich sein sollte. Hier ist eine Aufgabe, die machen wir gleich. Also wir müssen jetzt alles chronologisch erstmal abgehen. Dafür zählt für mich erstmal irgendwie nach hinten zu kommen. Von hier aus aber nicht. Ja,
So. Das machen wir gleich alles. Oh, hier müssen wir fliegen. Okay. Dann haben wir jetzt noch... Ich bin immer noch im Ziel. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal hier gucken, dass wir jetzt hier raufkommen. Das war so nicht geplant. Egal, wir kommen ja trotzdem hoch. 10 Hammer. Uns fehlen immer noch nur 60 circa. Okay, gucken wir erstmal, was die jetzt wollen. Ah, Spyro, ein freundliches Gesicht. Diebe haben 4 Zündkerzen geklaut. Und jetzt komme ich hier nicht weg. Bitte, hol mir die 4 Zündkerzen zurück. Okay, 4 Zündkerzen. Wo auch immer die sein sollen. So, was hast du für ein Problem? Oh, ich muss eingenickt sein. Oh je, yeah. Es scheint, als hätte ich den Springbrunnen ausgehen lassen. Hier, nimm diese Kugel und sag Hydra nichts von meinem kleinen Nickerchen, okay? Okay, der gibt mir einfach so die Kugel. Ah, ich sehe auch schon, wo die Zündkerzen sind. Leute, ich sehe gerade, hier gibt es tatsächlich gar keine Talismane mehr. Oha. Bitte was? Ist der jetzt hier runter? Boah, wie weit willst du es machen? Junge! Ja moin, wie komme ich hier raus? Gar nicht. Ich bin tot. Alter. Okay, die Zündkerzen sind nicht so geil. Gebe ich zu. Das ist eine beschissene Aufgabe. Aber eine fehlt mir trotzdem irgendwo dann. Also ein Nickerchen haben wir. Also sind jetzt hier jeweils die Teile schon mal einmal Dings. Ist trotzdem irgendwo eine fehlen. Habe ich eins. Perfekt. Eine Zündkerze ist schon mal wieder back. Die zweite hatte ich hier irgendwo gesehen. Die ist da drinne. Wo ist er jetzt? Ich sehe nichts. Habe ich den... Oh, du scheiß Bastard. Wie liegt denn der jetzt hin? Wo ist denn der jetzt? Hallo? Da hinten. Komplett verkackt. Ja, moin. Die trägt mich so aus. Alter, ich werd stocksauer. Aber okay, ich werde die noch austricksen und die noch bekommen. Wie soll ich den kriegen? Okay, jetzt habe ich ihn. Nummer 2. Wo ist Nummer 3 eigentlich hin? Der ist nicht mehr in seiner Anfangsposition. Da hinten ist einer. Ich sehe noch einen. Na! Perfekt! So, Frage ist jetzt, wo Nummer 4 ist. Okay. Oh, und jetzt ist die Kugel. Spyro, schön dich zu sehen. Ohne meinen Bleistift bin ich völlig nutzlos. Ich habe hier dieses Ei. Vielleicht kannst du es gegen meinen Bleistift eintauschen. Okay, das Ei. Ich weiß ja schon ganz genau. Was
wahrscheinlich, wo ich das eintauschen muss. Nicht bei dir? Okay, dann muss ich gucken, wo ich ihn eintauschen muss. Wo auch der letzte scheiß Marder ist. Ich habe vielleicht so eine kleine Form, wo ich es eintauschen könnte. Ich meine, ich habe ja einen Dings gesehen, einen Kessel. Und vielleicht, aber nur vielleicht, muss ich das da eintauschen. Die Chance, dass es jetzt funktioniert, ist sehr, sehr gering. Und ja, es funktioniert nicht. Verdammt. Okay, dann muss ich suchen, wo es hinkommt, weil ich habe absolut echt null Ahnung. Auf jeden Fall noch ein bisschen was gefunden, wo ich 200 von 200 gefunden habe. Also ich habe alles an den Sachen. Wo ich jetzt das Ei bringen muss, ich habe null Ahnung. Also keine Ahnung, wie man darauf kommen soll und wie man das Nest da oben sehen soll. Jetzt, wo man es weiß, ja, wow, toll. Aber man muss das wirklich da reinspucken. Dann kriegt man anscheinend einen Samen. Der wissen wir wahrscheinlich schon, wo der hingehört. Wenn das ein Samen sein soll, ich hoffe mal. Ich gehe mal stark davon aus, der muss hierher. Jawohl. Dann kriegt man eine Gummiente. Ich denke mal ganz stark, dass sie zu den Enten da hinten gehört. Und dann kriegt man wahrscheinlich noch irgendwas für einen Zaubertrank und dann kriegt man einen Bleistift. Also das ist eigentlich eine reine Tauschquest. Oh ne, wir kriegen eine Rübe. Stopp, eine Rübe? Ich probiere es einfach mal im Dings, aber ich glaube nicht, dass es das richtig ist. Also sie müssen auch irgendwo anders hin wahrscheinlich vorher. Doch, es ist richtig. Okay. Krieg mal. Alter. Wirklich erstmal eine Dublone? Wo muss die denn hin? Okay, darauf hätten wir auch so kommen können, weil das hat man am Anfang gesehen. Ich habe mich schon gewundert, was ist im Brunnen? Wir müssen die Dublone in den Brunnen spucken. Und dann wird der Bleistift rausgespuckt. Eigentlich ist es so dumm. Aber okay. Jetzt können wir zum Professor und können den seinen Bleistift wiedergeben und den dahin spucken. Bitteschön. Mein Bleistift! Jetzt kann ich wieder das Alter des Universums berechnen. Hier, nimm diese Kugel. Elora denkt, ich würde sie verlieren. Kein Problem. Danke für die Kugel. Und ich mache mich aus diesem Level raus, ey. Ich habe keinen Bock mehr. Wir müssen jetzt 100% des Levels haben, genau. Ich mache mich hier raus. Danke fürs Zuschauen in diesem Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.